Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal unterwegs. Wir sind hier auf der Spielwarenmesse und ich habe mir gleich zwei Autoren diesmal hierher geholt, nämlich einmal Klaus-Jürgen Rehde und einmal Ralf Zulinde. Und Ralf, du bist zum ersten Mal bei uns im Interview, deshalb würde ich sagen, stell dich doch gerade mal vor. Und Klaus-Jürgen, du warst schon mal da, aber damit es fair bleibt, dürft ihr euch beide mal kurz vorstellen. Fange ich an, ja? Ich bin Ralf Zulinde, bin Spieleautor. Mein erstes Spiel habe ich Anfang der 90er schon tatsächlich rausgebracht, also über 30 Jahre her. Das waren so kleine erste Kinderschuh-Gehversuche. Was am bekanntesten sein könnte von mir, wäre, würde ich sagen, Finca und Eselsbrücke und vielleicht Animals on Board und Diesel. Sachen, die also irgendwie entweder nominiert oder empfohlen waren. Das waren dann auch gleichzeitig die mit am bekanntesten sind, würde ich sagen, genau. Ja, Klaus-Jürgen Rehde ist mein Name. Erstes Spiel war Carcassonne und vermutlich auch das bekannteste, denke ich, auch wenn ein paar noch danach gekommen sind. Und sonst weiß ich nichts. Okay, warum sitzt ihr denn hier zusammen? Ihr sitzt zusammen hier, weil ihr zusammen Spiele entwickelt. Und jetzt würde mich als erstes mal interessieren, wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit? Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es exakt zurückliegt, aber irgendwann gab es einen Punkt, wo wir nach Essen, bei einem, glaube ich, Hans im Glück traditionellen Abendessen, nach Messeabend, Abendessen zusammen saßen, zufällig. Wir saßen zusammen und haben da, würde ich schon sagen, am ersten Abend festgestellt, dass wir uns erstmal auf einer persönlichen Ebene sehr gut verstanden haben. Daraus hat sich, ich weiß nicht, wie weit ich hier gehen darf, aber ich formuliere es jetzt mal so aus, wirklich eine sehr enge Freundschaft entwickelt. Und die ist auch eigentlich erstinstanzlich da gewesen. Und erst später kam so ein Ansatz, natürlich, wenn man Spiele entwickelt, steht man ja immer mal irgendwie an so einem Punkt, wo man eine Sache nicht gelöst bekommt. Und dann hilft es oft, einen anderen Autor reinzuholen, der nochmal irgendwie neu oben drauf gucken kann. Und ich glaube, so fing das an, dass ich eine Idee mal gedroppt habe oder nicht eine Idee gedroppt habe mit der Idee, wir machen ein Spiel zusammen, sondern kannst du mir beim Lösungsprozess hier helfen, du auch andersrum, und so hat sich das gegenseitig befruchtet und dann geht natürlich eins zum anderen und so kam das, dass wir dann auch jetzt die ersten Spiele entwickelt haben, die jetzt auch schon teilweise erschienen sind und in Zukunft oder sehr nahe Zukunft auch noch rauskommen. Ich glaube sogar hier auf dieser Messe ist eins rausgekommen. Genau, du kannst uns gerne mal erzählen, welche Spiele das denn sind. Welches ist jetzt rausgekommen? Soll ich euch kurz mal sagen, was von euch rauskommt? Also bei Cosmos habt ihr Der Achtsame Tiger zum Beispiel. Bei Huch das Mindmatch. Ja. Und Zero Hero bei Piatnik. Ja, das sind die drei Spiele. Dann ist das der Achtsame Tiger gerade rausgekommen. Genau. Nee, ich habe auch nicht so den Überblick, weil es sind schon sehr viele Projekte, an denen wir immer gleichzeitig arbeiten und auch viele Verträge, die wir schon unterschrieben haben und testen halt immer weiter. Und man ist ja als Autor immer so sehr nach vorne gewandt. Also man ist immer schon bei den nächsten Projekten und freut sich natürlich, wenn was rauskommt, aber ist eigentlich immer schon in der Zukunft. Inhaltlich ist der Titel, muss man ja so sagen, Der Achtsame Tiger, wirklich für uns vor 2 Jahren schon zu Ende gelaufen gewesen. Deswegen, also selbst wenn du mich jetzt fragen würdest, kannst du die Spielregel schnell erklären, müsste ich wahrscheinlich einmal nochmal selbst kurz in die Regel gucken, um das ein oder andere Detail nochmal rauszugucken. Weil man hat ja so viele Varianten irgendwie durchgespielt, da bleibt nicht unbedingt die letzte hängen, sondern vielleicht die gar nicht am besten funktioniert hat, weil sie einfach präsenter war als dann die Lösung nach hinten raus oder so. Okay, aber vielleicht können wir kurz sagen, es ist ein Kinderspiel, ja. Ab 5 Jahren zumindest steht es drauf, genau. Ja? Kann ich euch schon mal sagen. Ich habe eine, gut zu wissen. Ab wie vielen Spielern ist das Spiel denn? Nee. Das ist ein Spiel, das einen Memory-Mechanismus drin hat, hat aber einen sehr coolen Clou. Memory ist ja eigentlich, man deckt 2 Karten auf, wenn die gleich sind, behalte ich die. Bei dem Spiel decke ich nicht nur 2 Karten auf, sondern kann noch eine dritte, kann noch eine vierte, wir paaren. Aber irgendwann treibst du es halt vielleicht zu weit, weil dann ist Schicht im Schacht durch einen Mechanismus, den ich jetzt nicht näher beschreiben muss. Aber aufgrund der Tatsache, dass man halt mehrere aufdecken kann, haben wir hier Memory mit Push Your Luck sozusagen irgendwie gepaart. Also wir sind sowieso, glaube ich, Fans von verheiratet 2 Spiele und mache daraus irgendwie was Neues. Das hat den Vorteil, dass auch Oma Schalupke oder meine Mama, die ich gerne als Testperson herannehme, da mitziehen können, weil da nur diese eine zusätzliche Stufe noch da ist, die sie gehen müssen, um das Spiel auch gleich zu verstehen und gerne zu spielen.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, war komplett. Dann reden wir bei dir doch mal über das Herr-der-Ringe-Spiel, was noch bei Schmidt-Spiele jetzt erscheint, was ihr jetzt nicht zusammen entwickelt habt, sondern du alleine. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Ja. Hast du was ohne mich gemacht? Ja, ja. Oh, weißt du gar nichts von? ja, Herr der Ringe, das ursprünglich war, ich habe das gar nicht eigentlich für die Lizenz gemacht, sondern für mich und habe das erstmal so Ring genannt, dachte, man kriegt vielleicht auch unter irgendwo ohne die Lizenz. Ich fand diesen Gedanken faszinierend, dass dieser Ring, so wie es ja auch im Original im Herr der Ringe ist, eine unglaubliche Last ist für jemanden, der den trägt und der dieser Macht verfällt. Und deswegen müssen die Spieler den dem regelmäßig wegnehmen, der den trägt einer. Und der den hat immer, auch wenn der gewechselt hat, der Ring, der kann dieser bösen Macht verfallen. Und ab dann spielt er auf der Seite Saurons auch gegen die anderen. Das ist ein kooperatives Spiel. Kooperativ zeigt sich zum Beispiel auch in dem Mechanismus, dass die Karten teilweise für einen selber, teilweise nur für die anderen zu sehen sind. Sie können diese anderen Mitspieler auch spielen. So sind es so ein paar kleine Kniffe, die es vielleicht so ein bisschen abheben von dem üblichen, bringe den Ring zum Schicksalsberg, werfe ihn rein und fertig. Ja, und du hast auch ein Spiel ohne Klaus Jürgen, oder also mehrere entwickelt, aber eins, über das ich mit dir nochmal sprechen möchte, ist Schätze it if you can, weil ich finde, das ist ein ganz außergewöhnliches Spiel. Ich bin ein Mensch, ich würde nicht sagen hasse, aber ich bin kein Fan von Quizspielen, aber Schätze it if you can hat mich richtig gepackt. Also da muss ich sagen, das finde ich so genial mit diesen, man muss ja nur einschätzen, wo das hinkommt. Wir kennen das aus der Musikrichtung im Moment von Hitstar zum Beispiel, wo man die Jahreszahlen einsortieren muss. Und oder hier Anno Domini und so. Anno Domini war das Ursprungsspiel. Und hier ist es eben mit Einschätzfragen. Und was ich daran so genial finde, ist die Fragenqualität. Wie kamst du auf diese ganzen Ideen? Hast du das alleine gemacht oder ist es ja bei Moses erschienen? Hattest du Hilfe von der Moses-Redaktion, um die Fragen zu entwickeln? Und wie kamst du auf diese ganzen Ideen? Ja, also du meinst jetzt nur inhaltlich die Fragen, ne? Also da habe ich die ersten, also es sind glaube ich 150 Fragekarten sind drin und ich habe ein bisschen mehr als die Hälfte, mit ein bisschen mehr als der Hälfte habe ich es abgeliefert, aber dann auch schon mit einer Mut in mir, dass ich gesagt habe, bitte mach den Rest selbst, weil du kannst dir selber vorstellen, wenn du in dieses Detailwissen reingehst, also wie groß ist jetzt, ich nehme jetzt die Ringelnatter und nicht den Blauwalpenis, wie groß ist die Ringelnatter im Gegensatz zur Klarinette, du googelst dir halt wirklich einen Wolf so und das ist irgendwann dann auch mal gut und ich glaube, dann muss auch irgendwann nochmal ein frischer Geist drankommen, der nochmal irgendwie in anderen Sphären denkt, um wirklich nochmal mehr Töpfe aufzumachen. Das Spiel soll nämlich wirklich von seiner Breite leben. Das, was Anno Domini super macht und auch Buxtehude und die ganzen Spiele alle super machen, ist halt in der Tendenz, ich will es jetzt gar nicht despektierlich meinen, aber ist ein bisschen eindimensional. Es ist halt immer, ich sortiere eine Zahl, also eine Zeitangabe oder ich sortiere einen Ort von Norden nach Süden. All das kann ja schätzen, if you can, ja sowieso. Ich kann ja von Norden nach Süden schätzen, ich kann von Ost nach Westen, ich kann von teuer nach billig. Also ich habe ein Bezugssystem, also ich kann jetzt jeden Bezugslayer quasi unten drunter legen und habe nur meine neuen Steinchen, die ich oben. Also das ist, würde ich sagen, die mechanische Innovation an Schätze, dass jetzt da alles geschätzt werden kann. Und inhaltlich wollten wir natürlich oder wollte ich von Anfang an sehr breit sein, aber gleichzeitig ein Alltagswissen abfragen, dass auch Menschen wie du, die vielleicht Quizzen eigentlich doof finden, mit an Bord geholt werden. So. Weil man, jeder weiß irgendwie, wie groß vielleicht ein Centstück ist im Vergleich zu einem Fingernagel im Durchschnitt oder so. Also man kann da irgendwie wirklich schätzen. So. Und genau, das ist, denke ich, ganz gut gelungen. Genau. Da hast du wahrscheinlich selber auch ganz viel gelernt bei der Recherche. Ja. Jetzt wieder auf euch beide bezogen. Wie ist es für euch, ein Spiel alleine zu entwickeln und ein Spiel zu zweit zu entwickeln? Wo sind da die großen Unterschiede, die großen Vorteile, aber vielleicht auch Nachteile? Soll ich ansetzen oder magst du? Also mein Ansatz, ich würde jetzt da ansetzen, was wir eben gerade eigentlich schon so angefangen haben auszuformulieren. Es gibt in jedem Spielentwicklungsprozess, meistens jedenfalls, es gibt ganz selten so Spiele, die wirklich in einer Sekunde
Sekunde fertig sind, weil der Grundmechanismus so sehr trägt, dass damit alles gelöst ist. Das gibt es. Wenn ich ein Beispiel von mir nennen darf, das wäre Less is More. Das ist so ein Spiel, wo man Buchstaben weglassen muss, also wo man ein Wort wie Nürnberg, wenn du das Ü und das E weglässt, dann liest du immer noch Nürnberg. Und wie weit kann man das treiben, noch Buchstaben wegzulassen und es trotzdem noch zu erkennen? Das ist eine Sekunde gewesen. Kennt man ja auch aus der Werbung irgendwie, dass man Buchstaben weglässt. Das ist ja fast ein Prinzip geworden heute in der Werbung und so. Aber dann meistens ist es eher so, dass irgendwo eine Barrikade ist, wo die man nicht gelöst bekommt. Es funktioniert mit dreien, aber nicht mit vieren. Da müsste der noch ein Dummy. Also es kommt irgendwann ein Problem. Und dann hilft es einfach, jemanden an der Seite zu haben und sich da auszutauschen, der nochmal neu draufschaut. Das wäre für mich der erste große Punkt, warum es zu zweit oder was das andere ist, am zu zweit arbeiten als allein. Ne? Oder hast du noch einen Punkt? Nee, das machen wir ja auch so. Also wenn die Spiele von uns sind, zeigen wir uns die auch gegenseitig und wie findest du das? Und dann sagt der andere was dazu. Deswegen, das ist, glaube ich, immer in so einem kreativen Prozess wichtig, weil man kreist immer mit sich selbst. Aber bei manchen Spielen, wenn die ein bisschen komplexer sind oder so, dann ist es bei mir auch so, dann brauche ich erstmal Zeit für mich und für mich zu entwickeln und dann ist es vielleicht nachher wichtig, mal jemand anders zu hören, aber wir arbeiten ja an vielen Spielen auch so von Anfang an in so einem Prozess und tauschen uns dann schnell aus und das geht dann so Ping-Pong-mäßig und testen auch zusammen, manchmal auch über Videokonferenz oder so, weil die Entfernung ja dann eine größere ist und manchmal bin ich auch da. Und ja, wolltest du? Was zum Ping-Pong noch, das Stichwort Ping-Pong ergänzen. Ich glaube, Ping-Pong ist das, was Spieleautoren überhaupt sehr, sehr gerne machen. Ich glaube, so der wirklich alleine nur zu Hause irgendwie rumbrütet, gut, das mag vielleicht der ein oder andere nerdisch orientierte Spieleerfinder so machen wollen und gerne, aber ich glaube, selbst die holen sich ein Ping-Pong in den Testgruppen weg. Also ein Ping-Pong ist eigentlich das, was mich auch, weiß nicht, brainmäßig fast ein bisschen also positiv anteasert. Ich mache das unwahrscheinlich gerne und wenn dann die Idee da ist, so die Sekunde der Idee ist für mich ein wahnsinnig befriedigendes und auch befreiendes Gefühl, wenn du vorher die ganze Zeit da dran saßt, das zu lösen. Und wenn das im Ping-Pong passiert, ist das für mich eine sehr befriedigende Situation. Ja, genau. Ja, bitte. Dazu noch, also es funktioniert auch mit uns, finde ich, sehr gut. Dieses Ping-Pong, das geht unglaublich schnell, dass wir in 5 oder 10 Minuten uns da hochschrauben können und das schnell optimieren können, weil wir uns gegenseitig befruchten. Und das ist auch nicht so selbstverständlich, finde ich. Genau, ja, und weil wir den ganzen Tag auch nichts anderes machen. Ja. Ja, ist ja wirklich so. Also es ist so, ich mache nichts anderes mehr eigentlich so seit 2, 3, 4 Jahren und du ja auch schon länger, ne? So. Doch. Also ich mache schon, also ich arbeite jetzt verstärkt wieder an einem neuen Roman, mache auch nicht so komplexe Spiele oder so einfache Sachen, aber das braucht ja immer Jahre der Recherche, auch bei meinem letzten Roman, wenn ich zusammenrechne, waren das Jahre, 8 bis 10 Jahre, die ich recherchiert und geschrieben habe und das wird da wahrscheinlich genauso sein. Ja. Na, dann würde mich mal eure Anfänge interessieren. Also wie kamt ihr überhaupt auf die Idee, ein Spiel zu entwickeln? Jeder für sich. Willst du zuerst oder ich zuerst? Okay, also ich habe wie wahrscheinlich jeder antwortet, ich habe in der Familie gespielt, aber das waren die Klassiker, die Mensch ärgere dich nicht dieser Welt. Warum lachst du? Ja, die Klassiker. Also die Klassiker, ja. Halt, ja genau. Mühle, Dame und mit der Oma im Zug, wenn ich zu den Verwandten ins Ruhrgebiet gefahren bin. Und das habe ich gerne gemacht. Also das kann man nicht anders. Das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gemacht. Und ich erinnere mich daran, es gab eine Situation, als ich studiert habe an der Uni Bielefeld, saß ich oben auf so einer Empore, wo man immer sitzt, wenn man zwischen zwei Vorlesungen irgendwie saß. Da hatte ich eine Idee für ein Spiel selbst. Das war so ein typisches, das ging auch in die Richtung irgendwie Dame, so auf die andere Seite, wechseln ein paar Steine. Das war dann Marino. Das war 1992, habe ich das schon rausgebracht, weil damals hieß der Verlag VSK, Verlag für Spiel und Kunst. Den gibt es schon ganz, ganz lange nicht mehr, aber es war meine erste Veröffentlichung 92 und der entstand aus einer Mühle oder eine Dame-ähnlichen Idee, so also in meinen jungen 20ern, so würde ich sagen. Und dann habe ich da auch ein bisschen weitergemacht, kamen noch 2, 3 Spiele danach, habe dann aber aber darum geht es ja erstmal. Es geht ja nur um die Anfänge. Das war mein Anfang, früher immer spielen und dann eine Idee, die sich an etwas Bekanntes anlehnt, doch dann zu haben und dann umzusetzen. Genau.
Und du? Ja, bei mir fing es eigentlich, also ich habe so als Jugendlicher auch gern gespielt, ganz gerne würde ich sagen, aber der Durchbruch kam dann erst so Anfang 20, ich weiß nicht, mit 22, 23, 24, da habe ich dann gesehen, oh, da gibt es ja mittlerweile ganz andere Spiele und dann hat es mich richtig gepackt, seit ich das erste Mal auf der Spielemesse in Essen war, 4 Tage durchspielen, alles neue Spiele, tolle Sachen, das war schöner als Weihnachten für mich und seitdem dann jedes Jahr. Und so fing das an und dann habe ich aber angefangen, gemerkt, ich bin so ein Optimierer, auch versuche immer in meinem Leben so Sachen ein bisschen zu verbessern, wie kann man hier und da noch was ändern. Und dann habe ich angefangen, so Spiele, Hausregeln zu machen, zu verbessern will ich gar nicht sagen, aber so, wie sie mir besser gefielen. Und ja, so kam das dann von selbst, dass ich dann auch irgendwann eigene Ideen entwickelte und ja, so ging es dann immer weiter. Ja, es war erst, ich habe so 2, 3 Sachen gemacht und eins war angekündigt damals bei Hexa Games, das war ein Verlag, war auch schon zur Spielwarenmesse hier in Nürnberg angekündigt und kurz vor der Spielwarenmesse meldete der Verlag aber Konkurs an, ist dann nicht rausgekommen. Dann kam halt die Schule dazwischen, das Referendariat und so und war man anderweitig eingebunden, aber dann war Carcassonne das Erste. Zeitgleich allerdings mit anderen, die später rauskamen, Mesopotamien war auch zeitgleich, kam aber nur später raus. Die Spieleszene, die lebt ja immer so von Trends. Ne? Wir hatten die Escape-Spiele, wir hatten mal Deckbuilding, Legacy-Spiele und, und. Was würdet ihr sagen, was sind im Moment aktuelle Trends? Die Frage ist schwierig, ja, finde ich. Schwierig. Ne? Ich bin auch nicht so ein Trend-Fan, muss ich sagen. Ich bin Trendsetter. Schön wär's. Ich mache einfach das, was mir Spaß macht und gut, manchmal ist so ein Trend, dass mich der so ein bisschen packt, Escape-Spiele oder so, aber das bin ich dann schnell wieder leid. Und ich bin da sehr empfindlich, glaube ich, auch so mit, manche Wörter kann ich nach einer Zeit nicht mehr hören, einfach so vom Klang. Und so ist es auch, jetzt muss ich sagen, ist vielleicht ein bisschen Kritik, aber geht mir schon ein klein wenig, dass es ja so viele Spiele gibt mit irgendwie Schweine im Weltall, ich weiß nicht. Und das wird noch schlimmer, denke ich, in der nächsten Zeit. Hat sich ja sozialpolitische Gründe. Ja, gut, muss man so hinnehmen, aber keiner traut sich mehr, irgendwie kulturelle Spiele zu machen und ja. Ja, man, ich meine, dann kommen wir wirklich zu einem politischen Thema. Man kann ja auch nicht mehr jedes Thema anfassen, so dass, oder man fasst einfach auch nicht mehr jedes Thema an, sondern man lässt es eher im Weltraum spielen oder in den Tierwelten, um einfach keine Angriffspunkte für den Verlag, wahrscheinlich, der das gar nicht möchte, zu schaffen. Aber ein Grundtrend, also ein Megatrend, glaube ich, ist, also nochmal eine Ebene drüber, so ein Metatrend, das war das, was ich meinte, ist, glaube ich, schon der Weg hin zu dem, was wir ein Stück weit auch bedienen, irgendwie ist wirklich sehr basic, also zu sein vom Regelwerk her. Ich glaube, du kannst die großen Massen in der Gesellschaft fast nur noch erreichen mit ganz wenig Regeln und das ist, glaube ich, ein großer Trend, der da ist. Wenn der sich aber weiter fortsetzt, dann hast du am Ende wirklich nur noch ein Käsekästchen und ein Hangman so übrig. Ne? Also, aber letztlich ist es das durchaus, was ich spüre, was auch Verlage suchen. Also die haben, ich war jetzt bei einem Verlag, ich nenne den jetzt nicht, aber die haben 3 Suchfelder. Suchfeld 1 ist 15 Sekunden erklärt. Suchfeld 2 ist, ich gucke zu, ohne eine Erklärung zu kriegen und lerne es. Und Suchfeld 3 ist schon das Komplexeste, ist, ich muss 5 Minuten vielleicht erklären oder so. Und was anderes wollen die auch schon gar nicht sehen. So. Also, ja, weiß nicht, wie weit sich das dann noch weiter reduzieren lässt oder ob es da irgendwo, ja, aber das ist, meine ich, ist so ein Metatrend vielleicht. Ja, kann sein, ja. Dann wollen wir zum Abschluss noch einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Wir haben jetzt Anfang des Jahres 24. Worauf freut ihr euch in diesem Jahr ganz besonders? Das kann ein Spiel sein, das kann eine Veranstaltung sein, irgendwas Persönliches. Was glaubt ihr, was wird euer Highlight in diesem Jahr werden? Fange ich an? Also für mich ist immer im Spielejahr sind die beiden Messen die Highlights. Insofern ist für mich das nächste Highlight dann Essen im Oktober. Und ansonsten freue ich mich auf die Spielchen, die jetzt auch dieses Jahr rausgekommen, die jetzt hier auf der Messe rausgekommen sind. Und freue mich drauf, die jetzt endlich in fertiger Packung mit meinen Freunden zu spielen und nicht mehr diesen ollen ausgeschnittenen Testbogen, den ich da hatte.
Ja, ich freue mich auch immer auf die Spiele, die so rauskommen, die auch nicht von mir sind. Besonders, ich versuche mir das mehr und mehr zurückzuholen, einfach als Spieler, so wie ich auch angefangen habe und nicht das ganze Geschäftsmäßige drumherum. Bin auch jetzt auf ganz vielen Spieleveranstaltungen, um einfach zu spielen und was kennenzulernen. Und da freue ich mich über jedes Spiel, was angekündigt ist, und bin ich neugierig und warte auf den Erscheinungstermin und kaufe es dann direkt und bin dann auch aufgeregt, es auszuprobieren. Ja, dann wünsche ich euch ein spielereiches Jahr, sowohl Danke. Von euren eigenen Spielen als auch von den anderen Spielen. Hier noch eine erfolgreiche Messe und ich bedanke mich bei euch beiden ganz, ganz herzlich für das Interview. Sehr gerne, Dankeschön. Danke.